Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti, endlich wieder. Und da gibt es auch direkt schon eine schlechte Nachricht für all diejenigen, die den Kanal so gar nicht mögen. Ich werde jetzt ein paar Monate hier in Deutschland sein und das bedeutet wieder kontinuierlich Videos bringen. Themen gibt es eine ganze Menge, das liegt vor allem an euch und eurer regen Beteiligung, an Kommentaren, besonders einigen Spezies da draußen, die nichts unkommentiert lassen und wahnsinnig viel Inspiration liefern. Natürlich gibt es auch ein paar andere, die auf negative Weise Inspiration liefern. Also wir werden eine ganze Menge haben. Deswegen schreibt weiterhin fleißig in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Gerade jetzt, wo die Möglichkeit da ist, mehr Videos zu produzieren. Und ich habe ja auch in der Vergangenheit immer wieder versucht, euren Wünschen ein wenig Raum zu geben mit den Videos. Auch wenn das natürlich nicht immer so ganz auf Knopfdruck mit der Bestellung funktioniert, da die Videos ja doch schon recht aufwendig sind. So, jetzt kommen wir mal direkt ins Thema heute. Der Wunsch war schon da seit geraumer Zeit, seit den letzten 43 Jahren ungefähr, dass ein wenig mehr zum Thema Ernährung gemacht wird. Und deswegen mal hier ein Basic-Ernährung-Tracken-Thema. Grundsätzlich kleiner Prolog im Gotti-üblichen Style. Ernährung-Tracken wirklich nötig? Wollen wir Ernährung-Tracken? Muss das sein für einen Lifestyle-Bodybuilder? Klar, wenn wir auf die Bühne wollen, dann ist es irgendwann wichtig, vor allem sehr frühzeitig schon in seinem Training mal zu tracken, selbst wenn ihr noch nicht in der Bühnenvorbereitung, der Wettkampfvorbereitung seid, damit ihr einfach ein Gefühl für den Rest eures Lebens dafür bekommt, was ihr zu euch nehmt. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich habe damit schon in den ersten 2-3 Jahren meines Trainings angefangen, mal einfach ganz bewusst im Supermarkt hinten drauf zu schauen, mich grob damit zu beschäftigen, Proteine, Kohlenhydrate, Fette, was sollte ich davon haben oder wie viel nehme ich gerade zu mir? Tracken beginnt meistens und eine Übersicht, indem man erstmal schaut, was in einem ganz normalen Alltag drin ist, ohne dass ihr das schon bodybuildingmäßig beeinflusst und berührt, was ihr ganz normal verzehrt am Tag. Dazu gehört auch Wasser, Kaugummis, alles auflisten und mal gucken, wo stehe ich überhaupt, wie viele Kilokalorien nehme ich zu mir. Und ab da kann man das ganz bewusst einfach formen. Wenn ihr im Bodyshaping, heißt im Bodybuilding seid und Fett abnehmen wollt, klar, dann müsst ihr die Kalorien irgendwann reduzieren oder den Verbrauch erhöhen. Und umgekehrt, wenn ihr zunehmen wollt, müsst ihr vielleicht die Kalorien erhöhen. Ich war immer Letzterer, ich musste immer erhöhen, erhöhen, erhöhen. Aber damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet das überhaupt? Was ist in meiner Bratwurst drin? Was ist in den Eiern drin? Von was reden wir überhaupt? Was sind diese Kilokalorien und so weiter? Solltet ihr euch einfach so früh es geht damit beschäftigen, denn dann geht das bald schon aus dem Bewusstsein raus und ihr habt einfach ein Gefühl dafür. Wirklich erfahrene Bodybuilder, die schon seit über 5 bis 10 Jahren das Ganze machen, worunter ich auch zähle, die tracken gar nicht mehr, würden sagen, ich tracke nicht, aber eigentlich tracken sie hier oben. Denn sie haben wirklich ein gutes Gefühl dafür, plus, minus 100 bis 200 Kilokalorien zu wissen, was sie zu sich nehmen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, kriegt ein Gefühl dafür. Und jetzt gehen wir mal auf eine ganz praktische Methode ein, wie ihr zu Hause, jeder wird irgendwo einen Computer, einen Laptop haben, egal ob es jetzt Apple ist oder ob es jetzt Microsoft ist, wo er ein Programm hat, ein Tabellenprogramm, wo man was einfügen kann. Da braucht ihr keine fancy Tracking-Programme. Natürlich gibt es sie auch per App, könnt ihr auch machen. Ich zeige euch jetzt eine Methode, wie das jeder machen kann. Ihr müsst keine App bezahlen, keine Werbung ertragen und so weiter. Und wie ihr eine richtig tolle Übersicht bekommt. So viel schon mal zum Tracken generell. Ist es jetzt notwendig für die Lifestyle-Bodybuilder? Ihr habt schon gehört, bisschen rausgehört aus meinem Prolog, ihr werdet sowieso irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, wenn ihr euch damit beschäftigt. Da halte ich es für ganz sinnvoll, wenn ihr ein bisschen ernster in diesen Bereich reingeht, einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Ist es jetzt nötig, das immer schriftlich zu machen? Nein. Macht das mal für ein paar Tage, paar Wochen und dann habt ihr dieses Gefühl und dann macht eure Off-Seasons einfach ganz normal weiter. Dann habt ihr einmal das Gefühl dafür. Wenn ihr wirklich wisst, ihr müsst abnehmen oder stark zunehmen, dann macht das so lange, bis ihr wisst, ah, jetzt bin ich in dieser Spirale drin, dann müsst ihr es auch nicht jeden Tag weitermachen. Aber für eine Übersicht ist es wahnsinnig interessant. Seht es als eine Analyse. Ihr geht irgendwo hin, ob zu einem Arzt oder zu sonst wem, und macht jetzt einmal eine Analyse. Und die könnt ihr selbst machen. Ihr braucht diesen Fachmann gar nicht. Der Fachmann bin jetzt ich für euch und wir machen das zusammen. Also, kann ich nur jedem empfehlen, das einmal zu machen, aber dann nicht jedes Mal Kalorien zählen, denn so sollt ihr nicht als Lifestyle-Bodybuilder enden. Ja? Und dann könnt ihr immer noch selbst aussuchen, wo ihr euch da einpendeln wollt. Jetzt macht es mal einfach mit mir. Und es ist die Ausgangslage für alles, was ihr macht. Also wenn ihr da draußen die ganzen YouTuber seht, die sagt, Walnüsse, geschält, ungeschält, irgendetwas, und diese ganzen spezifischen Ernährungstipps, die bringen alle nichts, wenn ihr einfach keinen blassen Dunst habt, was ihr so zu euch nehmt und was nicht. Was überhaupt Proteine und Kilokalorien bedeuten. Das hier ist die essentielle Basis. Macht das einmal und dann könnt ihr immer noch die kleinsten Details wahrnehmen.
Vorher bringt das relativ wenig. Genauso wie Supplements. Ja, die bringen was, aber ihr müsst sie irgendwo unter Kontrolle haben und wissen, was ergänzt ihr. Habt ihr schon eine toll proteinreiche Ernährung? Und das merkt ihr, wenn ihr es einmal trackt, braucht ihr vielleicht gar nicht so viel Proteinshakes. Nun ja, jetzt kommen wir dazu und die Supplements arbeiten wir auch ein. Und ich zeige euch mal ein einfaches System, wie ihr das selbst machen könnt. Hier seht ihr die Tabelle vor mir. In dieser Tabelle seht ihr jetzt mal einen Tag, den ich von mir aus eingetragen habe. Ihr seht, dass ich ganz unten beim Total lande bei 214 Gramm Protein. Ich habe gerade ein Körpergewicht von ca. 94 Kilogramm. Damit bin ich dann mit mehr als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht dabei. Das ist eigentlich ganz gut und auch mein Ziel. Also ich will immer so um die 200 Gramm haben. Dann habe ich 612 Gramm Carbs. Das ist schon ordentlich. Und nochmal 150 Gramm Fett, das ist auch nicht zu verachten. Und insgesamt komme ich damit auf 4800 Kilokalorien. Auch nicht übel. Dabei bleibe ich recht schlank und nehme sogar teilweise noch ab. Meine Form werdet ihr jetzt die nächsten Tage sehen, sobald ich mal ein Form-Update habe, in Form eines Trainingsvideos. Dann könnt ihr selbst beurteilen, wie ich bei ungefähr dieser Kilokalorienanzahl aussehe. Im Moment tatsächlich habe ich in den letzten Wochen wieder ein bisschen was an Kilogramm verloren. Aber das muss ich jetzt wieder gut machen. Gut, kommen wir von dem Persönlichen weg. Hier seht ihr jetzt eine ganze Menge Zahlen. Das erschlägt erstmal. Wenn ihr auf die linke Spalte achtet, da seht ihr, was das Ganze ist. Proteinshakes, Energy, damit meine ich Energydrinks, ihr kennt meine Leidenschaft. Pico Picante ist ein bestimmtes Brot, das es hier gibt und das ich mir gerne hole, so eine Art Baguette. Harzer Käse, natürlich der ganz beliebte für alle diejenigen, die das mitertragen müssen am Tisch. Butter, Pesto, Nudeln, Hacksoße wird jedem etwas sagen. Hacksoße, wohlgemerkt eine vegetarische, deswegen ist die hier weniger proteinlastig. Obwohl doch, es geht eigentlich ganz gute Proteinwerte und hat dafür nette Carbs und Fett, obwohl auch das sich hier in Grenzen hält, sehe ich gerade. Naja, Erbsenreis und so weiter. Das ist sehr auf mich zugeschnitten, das Ganze. Klar, hier trage ich exakt das ein, was ich zu mir nehme und das sind die Resultate. Und jetzt zeige ich euch, wie wir da hinkommen. Wichtig ist da erstmal, wenn ihr ganz am Anfang seid, wo kriegt ihr überhaupt diese Informationen her? Kein Moment. So, ich habe mal zwei Sachen mitgebracht. Hier seht ihr das, was ich meine. Diese ganzen Vegan-Ersatzprodukte. Und auf den üblichen Produkten überall im Supermarkt seht ihr auch immer direkt Nährwerte. Seitlich oder meistens hinten drauf. Und hier sehen wir jetzt, dass wir gute Angaben haben. Da könnt fast alles rauslassen, wenn es um Sodium, Calcium, Salz, Eisen und so weiter geht. Das brauchen wir nicht. Hier geht es uns um die elementare Sachen. Wie viel Kilokalorien, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein. Und das seht ihr hier. Hier seht ihr die Angaben. Und jetzt das Ganze hier nochmal als Beispiel bei dem allseits beliebten Red Bull. Selbst da habt ihr das Ganze drin. Auch hier können wir wieder alles andere, Salz, Vitamin B6 und sowas außer Acht lassen, das müssen wir jetzt nicht aufzählen, aber hier auch wichtig die Kilokalorien und so weiter. Und da kriegt ihr diese Informationen her und die tragt ihr jetzt hier ein. Und ich zeige euch mal, wie ich die eingetragen habe. Ihr seht, dass ich die nicht 1:1 eingetragen habe. Hier zum Beispiel bei dem Produkt Veganes, das ist das, was ich hier gerade in der Hand habe. Da haben wir zunächst einmal in einer Spalte, tragt ihr die Grammzahl ein, die ihr tatsächlich zu euch nehmt. Das hier ist nicht das, was hinten drauf steht, wie viel da drin ist, sondern wie viel ihr verzehrt. Ganz wichtig. Das hier ist euer Plan. Protein. Hier seht ihr, dass das eine Angabe ist, die nicht der Angabe hinten drauf entspricht. Das ist schon bereits die Rechnung. Erstmal zu den Spalten. Grammzahl, Protein, Kohlenhydrate, Fette, Kilokalorien. Jetzt ist ganz wichtig, ihr tragt hier nicht 1:1 einfach nur ein, was hinten drauf steht, weil da steht das pro 100 Gramm drauf. Sondern so viel, wie ihr zu euch nehmt. Dafür müsst ihr Rechnungen einfügen. Und jetzt kommt es zu dem etwas komplizierteren Teil. Etwas. Habt ihr es aber einmal gemacht, ist das der spaßige Teil. Ihr seht, wenn ich hier auf Veganes gehe, das ist das einzige Feld, das ich jetzt nur noch eingebe. Ich ändere das jetzt mal und mache daraus 100 Gramm. Sobald ich das jetzt eingebe, seht ihr, das sind die Originalangaben, die pro 100 Gramm gelten und die hinten drauf stehen. Pro 100 Gramm von diesem Veganen haben wir 11 Gramm Protein, 22 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Fett und 219 Kilokalorien. Das ändert sich jetzt alles, weil das in einer Kalkulation eingefasst ist hier.
Bedeutet, wenn ich jetzt hier wieder auf die 350 Gramm nehme, denn ich verspeise die ganze Packung gnadenlos, dann seht ihr, was dabei am Ende rauskommt. Und das sind die Daten, die wir haben wollen und die sich hier unten akkumulieren. Wie macht ihr das jetzt? Folgendermaßen, das ist schon fast hier wie so ein Tutorial für Tabellenkalkulation. Ihr geht da drauf und tippt die Rechnung ein. Erst den Wert, der da steht. Das heißt, der Wert, der hinten drauf auf der Packung ist. Ja? 11,5 Gramm haben wir hier an Protein pro 100 Gramm. Das heißt, wir tippen ein 11,5 durch 100. Das sind immer die 100 Gramm. Mal, und jetzt kommt's, dieses Kästchen hier vorne. Mal die Grammzahl. Da gebt ihr nicht die Zahl ein, sondern die Variable. Ihr tippt auf das Kästchen. So, dass wenn ihr diese Rechnung beendet habt, immer wenn ihr diese Grammzahl ändert, sich auch die Rechnung ändert im Verhältnis. Und das Ganze macht ihr jetzt hier bei jedem Einzelnen. Auch bei den Kohlenhydraten macht ihr die Rechnung rein. Wir haben hier 22 Gramm pro 100, also wieder 22 durch 100 mal auf dieses Kästchen klicken und dann habt ihr die Grammzahl dafür. Es kann sein, dass das anders ist, wenn ihr keinen Apple-Computer habt, aber auch da werdet ihr sicherlich schnell rausfinden mit Google, mit YouTube, wie ihr solche simplen Tabellenkalkulation einfügt. Wichtig ist, dass ihr zum Schluss, und da könnt ihr einfach checken, habt ihr es richtig gemacht, sobald ihr hier 100 eintippt, müssten exakt die Zahlen auftauchen, die hier hinten draufstehen. Und wenn ich das so vergleiche, es sind exakt diese Zahlen. Und dann könnt ihr das anpassen. Wenn ihr jetzt also die 350 Gramm davon esst, tippt ihr das ein und schon erscheint alles, was ihr dazu euch genommen habt. Und genauso geht ihr jetzt bei allem anderen vor. Reis. Was haben wir Reis? Wenn wir auf Reis, auf die Verpackung schauen, dann kommen da diese Werte raus, pro 100 Gramm. Ganz besonders kohlenhydratlastig, das kennen wir. Ich persönlich wiege dann den Reis ab, merke, ich nehme 120 Gramm zu mir mit einer Mahlzeit und dann kommen diese leicht veränderten Werte raus. Hier am Ende bei dem Total tippt ihr einfach dann entsprechend die Summe von all dem, was hier untereinander steht, ein. Und schon habt ihr eine Tagesberechnung. Und das Tolle ist an dieser Tabelle, dass ihr die jetzt anpassen und ändern könnt. Habt ihr einmal diese Rechnungen drin, dann könnt ihr auch ganz gerne hier natürlich andere Werte eintragen. Das heißt, ihr habt jetzt mal irgendetwas anderes. Ihr esst jetzt zusätzlich noch, keine Ahnung, etwas, was neu ist, was jetzt gerade bei mir auf der Tabelle, bei mir ist es recht übersichtlich, weil ich fast immer das Gleiche esse, tippt ihr etwas ein und dann macht ihr das eben neu, macht das nach der gleichen Rechnung und habt es drin. Und irgendwann werdet ihr ja auch wieder die gleichen Sachen zu euch nehmen. Das heißt, über die Tage verteilt müsst ihr vielleicht irgendwann nur noch die Grammzahl eintragen von den Sachen, die ihr zu euch genommen habt, weil ihr einfach nicht so viel verschiedene Sachen esst. Jetzt findet man nicht immer hinten drauf die Nährwertangaben. Manchmal müssen wir uns da auch auf das Internet verlassen. Wenn ihr zum Beispiel draußen essen geht, normal irgendwie Nudeln essen oder Pizza essen, dann müsst ihr grob schätzen, nicht immer habt ihr eine Waage dabei und dann guckt einfach mal bei Google. Sobald ihr das Ganze nämlich googelt, werdet ihr Nährwertangaben dazu finden. Auch bei eurer heimischen Bäckerei, die meisten haben das mittlerweile online, dass sie dann etwas ausspucken und man sieht das. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Nährwert Pizza Margherita. So, und schon wird es von Google selbst ausgespuckt. Allerdings gibt es ja auch eine ganze Menge Rechner, den Fettrechner.de und so weiter. Da könnt ihr euch auch Seiten wie Kalorien.de mal raussuchen, wo sehr viele Lebensmittel sehr genau drinstehen. Aber hier habt ihr dann das grobe Tracking. Beim Tracking geht es nicht um den einzelnen Gramm genau das zu haben, aber eine Vorstellung zu bekommen. Und auch dann könnt ihr das Ganze eintragen. Macht das Ganze mal von drei herkömmlichen Tagen. Und ihr seht, sogar eure Getränke sind hier drin. Hier oben habe ich die Proteinshakes eingetragen. Nährwertangaben findet ihr bei Supplements ganz besonders immer ziemlich genau drin. Wenn ich also drei Proteinshakes a 30 bis 35 Gramm zu mir nehme, komme ich auf meine 100 Gramm Proteinshakes am Tag und dann kommen diese Werte dabei rum. Also auch das ganz genau eintippen. Und dann habt ihr es möglichst genau an drei Tagen. Dann seht ihr mal den Durchschnitt und von da aus könnt ihr dann entsprechend handeln. Wollt ihr abnehmen, empfehle ich jetzt einfach mal immer um 500 Kilokalorien runter oder hoch zu gehen. Wenn ihr abnehmen wollt, entsprechend runter. 500, nicht 1000, nicht 2000. Das wäre eine Diät und das kann der Körper nicht besonders gut ab und reagiert meistens mit Wellenbewegung und Bounce-Effekten.
500 nach unten und dann checkt ihr das mal aus für 2 bis 4 Wochen. Nehmt ihr jetzt ab, irgendwann von Woche zu Woche, dann habt ihr schon eine Kalorienunterbilanz. Nehmt ihr weiterhin zu, korrigiert es gerne nochmal nach den 2 bis 4 Wochen um weitere 500 nach unten, immer in 500er Schritten, so dass ihr euch dann irgendwann einpendelt. Beim Zunehmen genauso. Macht 500 Kilokalorien mehr und schaut einfach mal, nehmt ihr zu, wenn nicht, wieder 500 mehr nach 2 bis 4 Wochen und so weiter, bis ihr euch eingependelt habt. Das ist das A und O, das Grundlegende beim Tracking. Und davon ausgehend, wenn ihr das einmal gemacht habt und ihr euch für die nächsten Monate immer dafür interessiert, was hinten drauf steht, kriegt ihr ein unheimlich tolles Gefühl dafür. Und dann braucht ihr auch für den Rest eurer Bodybuilding-Lifestyle-Tage nicht mehr unbedingt in Tabellen reingehen. Mal zwischendurch das wieder prüfen, vielleicht 2 Jahre später, wenn eure Ernährungsgewohnheiten sich ein wenig geändert haben, ist okay. Aber ihr müsst es nicht immer ganz so streng machen. Und bitte werdet keine Pedanten, wenn es um die einzelnen Grammzahlen geht. Das ist für Wettbewerbs-Bodybuilder ganz wichtig. 1 Gramm Salz mehr oder weniger macht da schon einen Unterschied. Aber noch nicht für die Lifestyle-Bodybuilder. Aber auch Wettbewerber können natürlich so sich selbst eine tolle Tabelle machen. Wenn ihr von hier aus weitere Ernährungstipps haben wollt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die haben wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schmeißt sie in die Kommentare und fragt ordentlich. Und ich bin mal sehr gespannt, auf wie viel ihr kommt. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, bei wie viel Kilokalorien ihr mit eurer ersten Rechnung von 3 Tagen, den Durchschnitt bitte berechnen, gekommen seid. Ich bin mal gespannt, was hier so im Durchschnitt wirklich vorzufinden ist. Ich würde tippen, der Durchschnitt sind so 3500 bei den Männern und bei den Frauen so um die 2300. Das wäre jetzt mal mein Tipp, gar nicht mal so ein gewagter. Wenn ihr noch spezielle Ideen habt für die Ernährungsvideos, die jetzt folgen werden, schreibt es mir natürlich auf. Ansonsten lasst dem Ganzen ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, ausbuhen könnt ihr mich hier nicht mehr. Auch wieder höchstens in den Kommentaren. Und schaut mal bei Protein Arena vorbei, wenn ihr Supplements wollt. Auch dazu wird es noch mehr geben zum Thema Supplements. Wenn ihr spezielle Fragen habt, fragt einfach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und die kommen jetzt wieder öfters. Also bis bald, euer Gotti. Also, bis bald. Euer Gotti. Also, bis bald.